Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Locals BS. Was haben wir vor? Wir nehmen euch hier auf dem Löwenstadt-Kanal mit My Locals BS auf digitalen Stadtbummeln. Wir wollen euch zeigen, auch in Corona-Zeiten, ihr könnt die Braunschweiger Innenstadt und auch den Braunschweiger Einzelhandel auf vielfältigste Art und Weise erleben. Denn viele Braunschweiger Einzelhändler sind auch aktuell für euch da. Mit Pick and Collect, mit einem Lieferservice, Abholservice, mit einem Online-Shop und eben auch vieles mehr. Wir wollen mit My Locals BS die Braunschweiger Innenstadt erkunden, gehen auf digitalen Streifzug und wollen euch in den nächsten Wochen, auch diese Woche, unterschiedlichste Geschäfte vorstellen. Die Produkte, die Services, die Gesichter dahinter und eben auch die Geschichten. Ja, am heutigen Abend lassen wir bei dieser Serie, die vom Braunschweig Stadtmarketing initiiert wird, gemeinsam mit dem Arbeitsausschuss Innenstadt, kurz AI, wollen wir heute so ein bisschen in eine ganz besondere Welt eintauchen. Und zwar wollen wir heute Kinderträume wahr werden lassen. Wahrscheinlich nicht nur Kinderträume, sondern auch Erwachsenenträume. Dazu werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Heute sind wir hier im Kultviertel auf dem wunderschönen Bankplatz in der Hempel Modellflugwelt. Und dazu begrüße ich heute bei mir Konstantin. Ich grüße dich. Hi. Schönen guten Tag. Hallo. Hi. Konstantin, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich. Wo sind wir hier? Was habt ihr für ein Geschäft und wie lange seid ihr eigentlich schon tätig? Ja, wir haben hier den Modellbauladen seit 2007. Und wir haben angefangen mit Flugzeugen, hauptsächlich kleineren Einsteigerflugzeugen für einen Modellbauer. Und mittlerweile haben wir ein Vollsortiment, wo wirklich jeder was findet. Das sind ferngesteuerte Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen, ferngesteuerte Autos, ferngesteuerte Geländewagen, Boote und auch alles, was dazugehört. Relativ viel aus dem Bastelteil, Plastikmodellbau, aber auch eine Holzleiste oder Plastikprofile, Farben. Wirklich, was das Modellbauer- und Bastlerherz begehrt, alles wirklich da. Okay, ich finde das so verrückt, wir haben ja gerade schon eine kleine Tour durch die Rhein gemacht, das machen wir auch gleich noch. Wenn man aufs Schaufenster guckt, sieht man ja erstmal das Flugzeug, Modellflugwelt und denkt erstmal, okay, es geht um das Thema, aber es ist ja eben noch viel, viel mehr. Wir wollen das auch heute noch gemeinsam entdecken und Konstantin, wir haben ja auch gerade schon über das Thema gesprochen, sozusagen wie viele Geschäfte es überhaupt noch in Deutschland in dem Bereich gibt. Was würdest du sagen, so grundsätzlich, was ist das Besondere an eurem Geschäft und an eurem Konzept? Ja, das Besondere ist natürlich, dass wir einmal einen relativ großen Laden haben, wo wir wirklich unglaublich viele Produkte haben, die oft auch ausgepackt sind, die man anfassen kann, die man ausprobieren kann, teilweise natürlich. Und ja, dass man halt wirklich das richtig anfassen kann, das ist besonders bei uns. Okay. Du hast es ja gerade so schön gesagt, an der Stelle hier verschwimmen wir ja so ein Stück weit auch irgendwie Hobby und Beruf oder Hobby und Leidenschaft. Wie würdest du so deine besondere Leidenschaft für die ganzen Themenwelten beschreiben? Was macht das so aus deiner Sicht aus? Ja, ich beschäftige mich mit Modellbau ja schon relativ lange und es ist halt einfach, finde ich, die Technik die dahinter faszinierend. Wir sind ja gerade schon so ein bisschen Geländewagen gefahren, dass man halt wirklich Sachen, die man normalerweise in groß kennt, in klein einfach nachbaut und sie dann am Ende aber eigentlich so funktionieren wie große Sachen, egal ob das jetzt ein Flugzeug ist, was dann ja ein echtes Flugzeug zu haben schon irgendwie für die meisten relativ schwierig ist und da ist das Modell natürlich eine super Alternative, aber auch beim Auto oder beim Geländewagen oder beim Boot oder beim Hubschrauber, das ist so, finde ich, die Faszination dahinter. Okay. Ich habe das ja eben so also beispielhaft gesagt, wir lassen Kinderträume wahr werden. So ist es ja gar nicht nur. Ich kann mir vorstellen, ihr werdet hier ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, oder? Was sind so für Kundinnen und Kunden, die hier vorbeikommen? Ja genau, also wir haben wirklich für jede Altersgruppe was. Das fängt, wir waren ja vorhin, gehen wir mit Sicherheit auch nochmal hin, das fängt mit River Junior Kid ab 4 Jahren an und das hört eigentlich nie auf. Im hohen Rentenalter, wenn man dann wieder ein bisschen mehr Zeit hat, kann man sich super mit solchen Sachen beschäftigen, rumbasteln und es ist halt wirklich für jeden was dabei, weil es einfach so unglaublich vielfältig ist. Jetzt sind schon ein paar Schlagworte gefallen, für jeden was dabei oder sozusagen vom Kleinkind bis ins hohe Rentenalter unterschiedlichste Welten zu erleben. Und ich würde sagen, wir können ja uns ja gleich währenddessen noch so ein bisschen unterhalten und auch ganz wichtig eure Fragen klären, denn wir wollen euch ja heute nicht nur berieseln, sondern auch eure Fragen klären und besprechen. Das heißt, wenn wir jetzt gleich eine Runde drehen mit Konstantin und uns ein bisschen die unterschiedlichen Produkte und Themenwelten angucken, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne einfach in den Chat. Guckt ja gerade auf die Löwenstadt, den Livestream und unten müsste noch ein Chatfenster sein, wo ihr einfach eure Fragen stellen könnt. Und wenn Fragen kommen, dann klären wir die einfach gerne direkt und wenn sie sich nicht sofort klären lassen, können wir die sonst auch im Nachgang nochmal besprechen. Das ist kein Problem. Ansonsten unterschiedliche Themenwelten und von jung bis alt, das wollen wir uns jetzt natürlich mal angucken. Und ich würde sagen, Konstantin, ich mache mal einen Schritt zurück und lasse dich mal so ein bisschen uns durch die Themenwelten führen und dann können wir gerne zwischendurch einfach auch noch auf Fragen eingehen. Ja gut, dann würde ich sagen, starten wir hier direkt. Wir haben hier
Natürlich jahreszeitbedingt ein bisschen weniger, aber wir sind Carrera-Händler. Wir haben da eigentlich das komplette Sortiment. Wir haben Carrera Go, Carrera Digital 132 und 124. Ist bei uns natürlich immer in der kalten Jahreszeit ein größeres Thema, dann ist das hier auch größer aufgebaut. Jetzt, wenn die Temperaturen ein bisschen wärmer werden, wollen wir dann natürlich dann nach draußen. Hier sind unsere ferngesteuerten Autos ein Riesenbereich, wo wirklich was für jeden dabei ist, für den Einsteiger in jedem Alter, aber auch für den Profi. Hier möchte ich auch ein ganz schönes Produkt einfach mal zeigen, das ist der Desert Trolley 5. Ist ein tolles Einsteigerauto, wo wir einen Allradantrieb haben, Öldruckstoßdämpfer, wie man das aus dem echten Auto kennt, fährt um die 40 km/h mit einem Bürstenmotor und wird komplett fertig geliefert mit Fernsteuerung, Ladegerät und Akku. Man kann also wirklich sofort losfahren und es gibt alles als Ersatzteil. Das ist aber bei uns auch Standard, sonst andere Produkte haben wir nicht. Wenn ihr mal irgendwie einen Unfall baut oder so, könnt ihr hier wirklich jedes Ersatzteil einzeln nachkaufen und natürlich auch der Fahrakku. Ihr könnt euch einen zweiten, dritten, vierten Fahrakku kaufen, zusätzlich, dass ihr einfach die Fahrzeit erhöhen könnt. Wir haben da natürlich ein Riesensortiment. Bei dem Fahrzeug sind wir bei 189 Euro. Das ist, finde ich, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein gutes Auto einfach als Einsteiger, wo man super viel Spaß hat. Wir haben aber auch für einen kleineren Geldbeutel was. Wir haben für 99 Euro Autos, wo man auch super viel Spaß mit hat und nach oben hin sind natürlich keine Grenzen. Wir fangen so bei 40 km/h an, wir haben aber auch Autos, die weit über 100 km/h fahren. Hier zum Beispiel von Traxa, den Wassler oder den Hoss, da sind wir bei Endgeschwindigkeiten von 110 km/h. Dann haben wir hier unsere verschiedensten Modellbaufarben, hauptsächlich für Plastikmodellbau. Wir sehen aber immer wieder, dass die Leute diese Farben zweckentfremden, gerade diese kleinen Emaille-Töpfchen sind auch super, um mal eine kleine Lackstelle auszubessern, weil die Farbenvielfalt einfach enorm ist. Wir haben hier mit Sicherheit mehrere hundert verschiedene Farbtöne von der Firma Revell. Hier aber auch die von, hier haben wir die Farben von Tamiya, Pinselfarben, Sprühfarben für verschiedene Untergründe, Airbrush-Zubehör, wenn es ein bisschen professioneller werden sollte. Können wir vielleicht hier noch mal kurz reingucken. Haben wir Ladetechnik für die etwas fortgeschrittenen Modellbauer. Bei unseren Einsteigerautos werden die Ladegeräte natürlich mitgeliefert. Wenn man dann aber mehrere Akkus und größere Akkus hat, kann es natürlich immer sein, dass man auch mal ein besseres Ladegerät hat. Und hier ist unsere Ersatzteilwand für die ferngesteuerten Autos. Die Autos, die wir verkaufen, da haben wir dann auch wirklich die meisten Ersatzteile da, dass es da nach einem kurzen Boxenstopp dann auch weitergehen kann. Hier sind noch ein paar Reifen. Wir haben sogar schon die erste Zwischenfrage bekommen. Ja. Und zwar fragt Mike, hey, habt ihr nur Carrera oder auch andere Autos von Fly, Ninco, Hornby und so weiter? Viele Grüße. Also im Slotcar-Bereich machen wir nur Carrera. Okay, danke. Das ist, glaube ich, damit relativ kurz. Ja, auf jeden Fall. Danke. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weiter im hinteren Teil des Ladens. Wir haben hier verschiedene Klebstoffe, Sekundenkleber, zwei Komponentenklebstoffe, Kontaktkleber. Also auch wenn ihr irgendwas einfach nur reparieren oder zusammenkleben wollt, wir wissen da meistens eine Lösung und wir finden eigentlich für jedes Bauteil den richtigen Klebstoff. Hier geht es dann sogar ein bisschen mit Bastelbedarf los. Wir haben verschiedene Schleifpapier, Öle von Ballistol. Hier geht es noch mal ein bisschen von Erzeger. Das sind Dämpferöle für die Stoßdämpfer. Die funktionieren ähnlich wie beim echten Auto. Und die Öle haben eine unterschiedliche Viskosität, wo man den Dämpfer dann nachträglich einstellen kann, wie der anspricht, wie doll der dämpft. Hier kommen wir an unsere Drohnen- oder Quadrocopter-Abteilung. Da möchte ich euch auch noch mal ein besonderes Produkt vorstellen. Das ist der Skywatcher GPS. Der Name sagt es schon, das Modell hat ein kleines GPS-Modul drin, was dem Einsteiger das Fliegen enorm erleichtert, weil er dadurch erstmal auf der Stelle stehen bleibt, auch bei Wind. Zusätzlich hat er aber eine Coming-Home-Funktion, das heißt, wenn ich weggeflogen bin und jetzt vielleicht gar nicht mehr weiß, wie steht er in der Luft oder einfach auch am Anfang überfordert bin, dann drücke ich auf den Knopf, der Quadrocopter kommt von alleine zurück und ich bin wieder auf der sicheren Seite. Zusätzlich sind auch Funktionen wie eine Follow-Me-Funktion, dass er mich auf dem
Fahrrad oder zu Fuß selber begleitet. Kleine Kamera ist dabei, die sehe ich dann das Bild auf dem Handy, kann ich speichern. Kostet 119 Euro. Okay, das heißt, wenn ich in diese ganze Thematik einsteige, wäre das so ein guter... Das ist, finde ich, das Beste, weil dieses GPS-Modul gibt dir halt wirklich 100% Sicherheit. Hier das Gleiche wie bei den Autos, es gibt jedes Ersatzteil einzeln, es gibt Akkus zum Nachkaufen, wenn es halt nicht reicht. Okay. Dann vielleicht ein ähnlicher Themenbereich, die Hubschrauber. Hier haben wir auch alles, das geht los beim kleinen Hubschrauber, zum Beispiel hier der Buzzard. Wer auch da einen Einsteiger-Hubschrauber sucht, das ist ein Hubschrauber, mit dem man wunderbar die ersten Flugversuche machen kann, weil er sehr stabil ist, sehr stabil in der Luft liegt, bekommt man auch jedes Ersatzteil für, das ist meine absolute Empfehlung, sind wir bei 99 Euro, wo man da wirklich ins Hobby einsteigen kann. Und dann geht das natürlich über verschiedene Größen, dann auch professionelle Hubschrauber und hier haben wir natürlich auch wirklich große Hubschrauber, da sollte man dann aber wirklich schon eine enorme Flugerfahrung mitbringen, weil das dann einfach ein bisschen schwieriger ist, also wirklich das da hinten zum Einsteigen benutzen. Okay. Dann können wir hier direkt mal reingehen, das ist, denke ich, auch für viele eine interessante Reihe. Wir haben hier nämlich, sag ich mal, unser Bastel- und Bausortiment. Wir haben Balsaholz in Leisten und in Brettchen, verschiedene Dicke, das geht hier bei 0,8 mm los bis zu mehreren Zentimetern. Kieferleisten, rechteckig, quadratisch, Balsaleisten, Eckleisten. Hier geht es weiter mit verschiedenen Messingprofilen, CFK-Profilen, Aluminiumprofilen. Wow. Hier nochmal kürzer, Plastikprofile, Sperrholz für zum Beispiel Laubsägearbeiten und Kunststoffe in verschiedensten Dicken, Stärken und auch aus verschiedensten Materialien. Wahnsinn. Dann gehen wir vielleicht mal kurz hier rüber. Hier ist unser Werkzeugregal. Wir haben von Proxon Markenwerkzeug fast das komplette Sortiment. Findet man eigentlich auch fast alles. Natürlich auch gerade im Modellbaubereich hat Proxon ja viele kleinere Maschinen und Werkzeuge, aber auch einen ganz normalen Steckschlüssel oder Schraubenzieher kann man bei uns einzeln kaufen von Proxon. Da ist alles da. Hier haben wir kleinere Zangen und auch Klemmen, gerade halt für so Holzarbeiten, wenn man was zusammenkleben möchte zum Fixieren. Super kleine Schraubenzieher, wo man wirklich die kleinste Schraube mit rausschrauben kann. Bohrer in allen verschiedenen Größen. Unser kleinster Bohrer ist 0,3 mm. Das geht dann in 0,1 mm Schritten hoch bis zu 2,5 mm. Da hören wir als Modellbauer auf. Dann haben wir die verschiedensten Schrauben. Das geht bei uns los bei M1,4 und dann über M2, M2,5, wirklich gerade die kleinen Schrauben in verschiedenen Längen, die man mit Sicherheit immer mal braucht, dazugehörige Muttern, Unterlegscheiben, Stoppmuttern. Dann haben wir hier, kommen wir jetzt langsam in die Flugzeugabteilung, das ist auch eine schöne Sache für momentan gerade, das sind Holzflugzeuge, die man zusammenbauen muss. Also es sind Bausätze, das geht bei wirklich sehr einfachen Flugzeugen los, die man in ein paar Minuten zusammengeklebt hat, bis größere Wurfgleiter, wo man einen Nachmittag oder auch mal ein ganzes Wochenende bestellen. Jetzt, alles klar. So, also das ist eine ganz coole Sache, weil man halt mit einem kleinen Flugzeug anfangen kann und wenn man einem da Spaß macht und einem das zu einfach war, nimmt man einfach das nächstgrößere oder übernächstgrößere und hat da einfach ein bisschen was zu tun. In der Zeit einfach eine super Sache und man kann es halt dann draußen wegschmeißen und fliegen tatsächlich wirklich gut. Dann hier nochmal zum Bereich, was mit Sicherheit auch viele Leute kennen, die Revell Plastikmodellbausätze, Modellbausätze, die man einfach zusammenkleben kann und anmalen kann. Und da hat Revell in den letzten Jahren viel gemacht. Das ist nämlich mittlerweile was für jede Altersklasse. Das geht los mit Revell Junior Kip. Das sagt, hat Revell eine Altersempfehlung ab 4 Jahren. Mhm. Da lernen schon kleine Kinder das Zusammenschrauben. Es ist ganz einfach gemacht. Es sind Anleitungen mit großen Bildern dabei, ohne Text. Und die Kinder können das zusammenstecken und zusammenschrauben und danach halt wirklich mitspielen, weil es relativ robust ist. Man kann die Türen auf und zu machen. Man wird an diese technischen Fingerfertigkeiten langsam drangeführt. Es gibt sogar ein ferngesteuertes Modell, so eine Feuerleiter, die man dann durchs Kinderzimmer fahren kann. Die nächste Stufe ist dann, da sagt Revell ab 10 Jahren, easy click. Die Teile, da ist der Baukasten auch komplett vorlackiert und ich kann die Sachen zusammenklicken. Somit brauche ich keinen Klebstoff.
Und ja, da gibt es dann natürlich verschiedenste Modelle, zum Beispiel Santa Maria oder Sportwagen mit wenig Teilen, um die 38 mhm. haben wir hier, da unten haben wir auch 38. Und dann haben wir hier unten aber zum Beispiel auch die, die Titanic mit 156 Teilen, wenn die anderen Sachen einfach zu einfach sind. Und danach, das ist natürlich nach wie vor auch bei Revell der größte Bereich, der klassische Plastikmodellbausatz, wo man alles selber zusammenkleben muss und auch alles selber anmalen muss. Da haben wir natürlich auch die größte, ist das Sortiment am größten auch von Revell. Da sind der Fantasie dann keine Grenzen mehr gesetzt. Es gibt Autos, es gibt Sportwagen, es gibt Feuerwehrautos, es gibt Bullis, es gibt verschiedenste Schiffe, Flugzeuge. Da findet eigentlich jeder was. Okay. Dann gehen wir vielleicht einfach rückwärts zu, ja. oder genau, dann gehen wir hier zu den Flugzeugen. Da haben wir natürlich auch für alles, wir gucken uns da auf jeden Fall auch gleich nochmal einen Tipp von mir an, was man als Einsteiger nehmen sollte. Ansonsten haben wir natürlich auch für jeden Lernstand irgendwas da und auch für jeden, der was sucht. Also hier auf der rechten Seite haben wir wieder Sachen, die was Holzbausätze sind, wo man wirklich alles selber zusammenbauen muss, wo man das Flugzeug selber baut, wo man dann die Elektronikkomponenten sich selber aussucht und was man sich wirklich, wie man das haben möchte, zusammenbaut. Auf der linken Seite haben wir dann Schaummodelle. Die Schaummodelle sind für Leute, die nicht ganz so viel Zeit in den Aufbau investieren möchten, weil hier wirklich das meiste fertig ist. Die Modelle kann ich rausnehmen. Da muss ich manchmal noch so ein paar Endmontagen vornehmen, weil sie natürlich in der richtigen Größe nicht in den Karton reinpassen. Aber ich sag mal, das ist oft ein Aufwand von unter einer Stunde, okay. bis ich die Sachen in der Luft habe. Und da gibt es natürlich auch wirklich alles. Hier haben wir jetzt ganz neu den Lentus, einen tollen Segler, mit Sicherheit eher für den fortgeschrittenen Pilot mit 3 Metern Spannweite. Wow. Aber es gibt auch hier auch Hochdecker. Ich sag mal, das ist ein tolles Flugzeug, wenn man den Einsteiger, den man vorher gekauft hatte, ein bisschen, der einfach langweilig wird. Und dann haben wir hier einen großen Einsteiger, das ist der EasyStar 3, dritte Generation, gibt es schon Ewigkeiten. Ist wirklich ein ganz tolles Modell, um das Fliegen zu lernen, weil er darauf gebaut ist, durch diese hochgebogenen Flächen hat er einen sehr guten Geradeauslauf, ist sehr gutmütig. Der Motor ist hinten montiert, dass wenn ich halt mal nicht so gut lande, was am Anfang ja einfach passiert, dass der Motor dann geschützt wird, weil es eines der teureren Bauteile ist. Okay. Und dieser Schaum, aus dem die Flugzeuge sind, ist super robust, den kann ich schnell mal kleben, entweder mit einem Sekundenkleber oder auch einfach mit einem Klebeband, mit einem stabilen, ist gar kein Problem. Und wenn man da zu viel geklebt hat, kann man auch hier alles als Ersatzteil nachkaufen. Also eine neue Tragfläche oder sowas, ist gar kein Problem. Beim EasyStar 3 ist ein größeres Flugzeug. Das hat den Vorteil, dass es auch für den Einsteiger, man es besser sieht in der Luft, wenn man auch mal ein bisschen weiter weggeflogen ist. Und das auch bei Wind, wir haben ja oft Wind, dass es da einfach ein bisschen sicherer in der Luft sind wir bei 269 Euro komplett fertig. Da habt ihr eine Fernsteuerung dabei, da habt ihr einen Akku dabei, da habt ihr ein Ladegerät dabei. Wem das eine Nummer zu groß ist, dem empfehle ich den Skywarner V3. Sieht super ähnlich aus, ist ein anderer Hersteller und ist viel, viel kleiner. Das Modell hat, meine ich, so 60, 70 cm Spannweite. Ganz ähnlich aufgebaut aus den gleichen Gründen. Dadurch, dass es ein bisschen kleiner ist, hat man den Vorteil, dass man den kleinen Karton selbst auf dem Fahrrad mitnehmen kann. Und dass es halt einfach alles ein bisschen praktischer ist. Aber bei ein bisschen Wind ist er natürlich ein bisschen windanfälliger als ein größeres, was, weiß ich nicht, 600, 700, 800 Gramm wiegt, als wenn wir hier nur bei 100 Gramm sind. Allerdings sind wir auch natürlich deutlich günstiger. Das Modell gibt es bei uns für 100 Euro. Dann ist natürlich auch ein Bereich, den wir haben, die Modellboote. Da gibt es natürlich auch wieder die verschiedensten Sachen. Wir haben fertige Rennboote, die man einfach auspackt und losfährt. Und dann haben wir natürlich auch Sachen, die zusammengebaut werden muss, die nur für die Vitrine sind. Solche Standmodelle hier, wo man wirklich sehr, sehr viel Zeit rein investieren kann. Und dann haben wir hier auch im Zubehörbereich relativ viel. Wenn man wirklich nach eigenem Ermessen baut, dann haben wir halt Ruderanlagen, verschiedene Propeller. Hier gibt es auch so kleine Poller oder so. Alles, was man da wirklich für braucht. Ich denke, da sind wir schon einmal durch. Wir können wieder nach vorne gehen, vielleicht zu den Geländewagen. Die haben wir ja auch jetzt noch gar nicht besprochen. Ja.
Ich habe auch zwischendurch mal eine Frage. Ja. Du hast es ja vorhin schon bei den Wurfgleitern gesagt, das ist so ein Thema, das ist jetzt so ein totaler Bestseller, weil man das gut mal so zwischendurch ausprobieren kann, auch jetzt, wenn man so einen Corona-Lagerkoller bekommt. Wenn jetzt irgendwie zu Hause irgendwie Pärchen oder auch Familien zuschauen, die sagen, okay, ich würde gerne mal was anderes ausprobieren, ich würde in dieses Themenfeld gerne irgendwie einsteigen, idiotensicher, hast du abgesehen von den Wurfgleitern noch ein, zwei andere Tipps, wo du sagen würdest, okay, wenn man mal ein bisschen Abwechslung am Wochenende braucht, dann würde ich euch diese Sachen empfehlen. Also wenn man jetzt halt wirklich zu Hause basteln will, dann ist halt diese Wurfkleider oder die Revell-Geschichte super cool. Ansonsten, wenn man vielleicht auch einfach mal raus will, dann ist das Auto, was wir da vorne hatten, super. Die Drohne oder halt auch das Flugzeug, was sich eben gezeigt hat, wo man wirklich super schnell einfach an die frische Luft gehen kann, mal was Neues ausprobieren kann und wo man auch einfach bei den Produkten super schnell ein Erfolgserlebnis hat. Okay, so. Du wolltest uns eigentlich wieder nach vorne nehmen. Wir gehen nach vorne, wo wir gestartet sind. Genau. Sind die sogenannten Crawler, das ist mit Sicherheit bei vielen noch nicht ganz so bekannt, wird aber immer mehr, sind im Grunde ferngesteuerte Geländewagen und hier haben wir auch eine Indoor-Strecke, wo man normalerweise sowas ausprobieren könnte, aber so bekommt ihr vielleicht einen kleinen Eindruck, was man damit machen kann. Und zwar ist es nicht so wie mit den Autos, die wir am Anfang hatten, wo man eher auf der Straße mit höheren Geschwindigkeiten fährt, sondern es ist das, was wirklich, wie man von echten Geländewagen kennt, dass man halt im groben Gelände fahren kann, extreme Steigungen machen kann, Hindernisse überwinden und wirklich dadurch, dass die Autos nicht so viel Platz brauchen, relativ wenig Platz brauchen. Das heißt, es reicht eigentlich, wenn man im Garten einfach ein paar Holzsachen aufeinander stellt oder halt wirklich in den nächsten Wald geht, wo am besten ein kleiner Abhang ist, wo man dann verschiedenste Hindernisse hat. Und da ist das Sortiment natürlich auch riesig groß. Da gibt es Einsteigerautos, die ein bisschen einfacher aufgebaut sind. Da fangen wir so bei um die 200 Euro an. Dann haben wir hier auch Autos, die man komplett selber zusammenbauen muss, wo man dann auch gucken kann, möchte man, was für Felgen will man drauf machen, was für einen Motor nimmt man, was für eine Karosserie. Wir haben hier verschiedene Karosserien, die kann man sich dann selber anmalen, wie man das haben möchte. Und man kann dann natürlich auch die Reifen draufziehen. Ja, kann natürlich auch ein fertiges Modell kaufen. Da gibt es dann auch unglaublich viele Modifikationssachen. Wir haben auch so kleine Tanks und kleine Schaufelchen, das gehört beim Geländewagenfahren einfach dazu, die man dann halt auf dem Gepäckträger mit so ein bisschen Gepäck sichert, dass man einfach so ein bisschen sein Auto individualisiert. Du hast es ja auch vorhin so schön gesagt, ihr habt ja hier auch einen echten Bestseller, also einen, der irgendwie am meisten gekauft wird und vielleicht, wo ja auch nicht sozusagen der ganz kostengünstigste ist, willst du dazu vielleicht noch irgendwie zwei der Worte sagen? Ja, können wir auf jeden Fall sagen. Land Rover Defender ist natürlich für viele mit Sicherheit der Geländewagen und den hat hier vom Hersteller Traxxas wirklich nahezu perfekt nachgebildet. Einmal natürlich vom Äußerlichen haben wir die Lizenz von Land Rover, darum ist er natürlich von der Optik extrem gut. Zusätzlich wurde hier auch bei der Fernsteuerung extrem ins Detail gegangen. Wir können über die Fernsteuerung die Differentialsperren rein und raus machen, so dass wir im leichten Gelände die Differentialsperrung einfach weglassen. Wir haben ein manuelles Zweiganggetriebe, wodurch wir in dem zweiten, in dem schnelleren Gang relativ schnell fahren können, so um die 30-40 km/h, wie man das vom normalen Auto kennt. Und wenn man dann in den Kriechgang reinstellt, dann hat man wirklich maximale Kraft und nur noch so 10 km/h und kann enorme Steigungen und wirklich schwere Hindernisse überwinden. Zusätzlich ist das Auto komplett wassergeschützt, also wasserdicht wirklich. Das heißt, ihr könnt auch im Wald mal durch einen kleinen Fluss durchfahren, wie man das halt wirklich vom richtig echten Geländewagen kennt. Jetzt habt ihr hier so einen schönen Parcours aufgebaut. Willst du uns vielleicht mal eine kleine Rundtour geben? Dass ja, wir natürlich auf jeden Fall. Könnt über die Schulter schauen können. Gerne eine Runde fahren. Und das ist auch das, was hier so, was daran so cool ist, weil man halt wirklich langsam fahren kann und nicht wie bei den schnellen Fahrzeugen. Man sieht halt wirklich, wie das Fahrzeug an sich arbeitet. Jetzt sehen wir hier schon, dass die Reifen durchdrehen. Dann machen wir einfach die Differentialsperren rein.
fahren. Durch den wirklich tiefen Schwerpunkt des Fahrzeugs können wir hier wirklich unglaubliche Steigungen fahren. Bis zum gewissen Punkt. Aber gut gelandet. Ja, auf jeden Fall. Und die Autos sind auch wirklich robust, dass sowas für die kein Problem ist. Und auch bei den Sachen natürlich, wenn irgendwie tatsächlich mal was zu Bruch gehen sollte. Was aber bei den Autos tatsächlich eigentlich nie passiert, weil man halt wirklich nur so langsam unterwegs ist und Schäden entstehen halt einfach bei größerer Geschwindigkeit, kriegt man natürlich alles nach. Bei den Crawlern ist es dann wirklich eher das Individualisieren. Ich will einen anderen Reifen haben, ich will eine andere Felge haben, ich will ein anderes Trittblech haben, ich möchte eine neue Stoßstange oder so haben. Eigentlich dann auch wie bei den echten Autos auch. Du hast ja gesagt, das Thema ist, ich sag mal, relativ neu, also zu den vergangenen Jahren vor allem dazugekommen. Gibt es da so den klassischen Kunden? Also beschenken sich damit viele eher selber oder ist das so wie das Geschenk dann für den Neffen? Was würdest du sagen? Es ist, glaube ich, schon viel dann eher für sich selber, weil es dann, glaube ich, für viele zu speziell ist, dass man denkt, da könnte der Spaß dran haben. Aber da natürlich auch viele, die das schon kennen und da Bock drauf haben, oft aber auch welche, die dann in echt so Geländewagen gerne fahren, die denken, ey, das ist ja mega cool, einfach noch einen kleinen zu haben. Oder dann natürlich auch die Leute, die denken, echter Geländewagen, das ist irgendwie mir ein bisschen zu viel. Aber so ein kleiner, das reicht ja dann schon eigentlich aus. Und so ist das, also das kann man jetzt gar nicht so speziell sagen, ist auch super verschieden. Jetzt mal angenommen, das fällt mir nur gerade ad hoc ein, ich habe einen 12-jährigen Neffen und will den irgendwie so ein Einsteigergeschenk in den Bereich machen. Gibt es da welches Modell würdest du da so am ehesten empfehlen, wo du sagst, okay, im Verhältnis Preis-Leistung, wenn du das kaufst, machst du da nicht so viel falsch. Hast du da so einen Tipp für mich? Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch tatsächlich den Desert Toy G5 nehmen. Gerade bei den Jüngeren, die finden es meistens einfach cooler, wenn die Autos ein bisschen schneller sind als die Geländewagen. Da würde ich auf jeden Fall einen normalen nehmen, den wir schon am Anfang hatten. Wenn man sagt, nur für das erste Auto ein bisschen zu viel, können wir gerne nochmal drüben gehen. Habe ich auch einen schönen Einsteiger, der kleiner ist. Das ist hier der Crusher. Hier haben wir einen Zweiradantrieb, was erstmal auch ausreicht. Und ist alles etwas einfacher ausgebaut. Ihr habt aber trotzdem ein Qualitätsprodukt, wo man einen zweiten Akku kaufen kann, wo alles dabei ist. Eine Fernbedienung, ein Ladegerät und ein Akku, wo ihr sofort loslegen könnt und ihr seid da bei 99 Euro und habt aber wirklich ein Auto, wo ihr ein bisschen länger was von habt, was wirklich Spaß zu fahren macht. Was ja für euch auch irgendwie, abgesehen von dem wirklich außergewöhnlichen Ladengeschäft, ja auch ein wichtiger Punkt ist, ihr habt ja auch einen Online-Shop. Also wenn ich jetzt irgendwie nun ja aktuell nicht die Möglichkeit habe, mich hier irgendwie umzuschauen, wäre es ja auch irgendwie eine gute Möglichkeit, sich irgendwie im Online-Shop mal so einen Überblick zu verschaffen, oder? Ja, auf jeden Fall, weil wir haben wirklich eigentlich das gesamte Sortiment, was wir hier im Laden haben, auch in unserem Online-Shop auf modellflugwelt.de. Alles auch mit einem schönen Bild und einer Beschreibung, dass ihr euch selber ein bisschen schlau lesen könnt, auch mal einen Überblick verschaffen könnt, was wir am Ende wirklich alles haben. Ihr könnt das darüber natürlich auch bestellen und entweder euch per DHL schicken lassen. Wir verschicken ab 15 Euro alles versandkostenfrei bis 12 Uhr am gleichen Tag. Dann habt ihr es oft schon am Tag da drauf. Oder ihr nehmt die Click-and-Collect-Funktion, dann schreiben wir euch einfach eine kurze Mail, wenn wir es fertig gepackt haben. Das dauert meistens so eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann könnt ihr das bei uns hinten auf dem Hof einfach einsammeln. Wenn ihr irgendeine Frage zum Produkt habt oder nicht weiter wisst oder wie das alles ablaufen soll, einfach bei uns anrufen oder eine kurze Mail schreiben. Da hilft euch eigentlich jeder sofort weiter. Okay. Ja, das hattest du vorhin schon so schön erklärt, wenn man irgendwie, manchmal ist das ja dann doch auch ein beratungsintensiveres Thema oder man kennt sich nicht so gut aus, wie ich irgendwie frage, irgendwie, was hat das einen guten Tipp für mich? Das ist ja auch dann schön zu hören, dass man euch auf die unterschiedlichen Kanälen, also per Telefon, per Mail, ihr seid ja auch bei Facebook und bei Instagram aktiv, dass man euch auch in der aktuellen Zeit gut erreichen kann, wenn man irgendwie Beratungsbedarf hat. Ja, auf jeden Fall.
Ein Thema, das auch immer wieder mal angesprochen wird, ist das Thema von Gutscheinen. Angenommen, ich will irgendwie einen Geschenkgutschein machen und das irgendwie für Neffen oder für Freunde. Was für Gutscheine kann man vor Ort bei euch aktuell kaufen? Wir haben natürlich unsere ganz normalen Gutscheine, die man bei uns online und im Laden einlösen kann. Die könnt ihr bei uns im Onlineshop kaufen. Ansonsten sind wir natürlich auch beim Stadtgutschein dabei. Den kann man bei uns natürlich auch einlösen. Einfach uns, wenn ihr so einen Stadtgutschein habt, einfach mal anrufen oder eine Mail schreiben, dann kriegen wir den auch eingelöst. Das ist auch momentan gar kein Problem. Okay. Wir starten ja jetzt gerade in das Jahr 2021 rein. Kann man das so sagen, zeichnen sich für dieses Jahr bestimmte Trends ab? Also wo du denkst, okay, das sind Themen, die vielleicht dieses Jahr noch stärker angekommen sind oder die euch in diesem Jahr noch mehr beschäftigen werden? Ja, wie gesagt, mit Sicherheit auf jeden Fall die Crawler, das, was wir da vorne schon ausprobiert haben, die ferngesteuerten Geländewagen, das ist mit Sicherheit ein Thema, was schon viel ist, aber was noch deutlich mehr wird. Okay. Was ja uns bei MyLocals BS total wichtig ist und was wir ja auch machen wollen, ist so ein bisschen die Leute mit auf digitalen Stadtbummel gehen und den Leuten ja auch zeigen, hey, die Braunschweiger Innenstadt hat total viel zu bieten, es gibt viele spannende Geschäfte, ja wie nun auch hier, mit spannenden Konzepten. Was würdest du sagen, warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass man sich irgendwie mit dem lokalen Einzelhandel beschäftigt und ja irgendwie lokale Dealer unterstützt, sage ich mal? Ja, weil es ist halt einfach cool, gerade in diesem Freizeitbereich, wenn man halt die Sachen in die Hand nehmen kann, vielleicht mal sogar ausprobieren kann mit so einem ferngesteuerten Auto und auch mal nicht, also im Online-Shop hat man ja ein Bild, kann sich das durchlesen und das ist ganz cool, aber hier kann man halt bei den ausgestellten Autos auch einfach mal die Haube runter machen, gucken, wie sieht das da drunter aus, was für ein Motor ist da drin, was für ein Servo ist da drin und dann uns natürlich auch fragen und auch einfach mal ein bisschen quatschen und das finde ich einfach super wichtig. In dem Zusammenhang mit Support Your Local Dealer vielleicht auch noch die Frage, was würdest du sagen, ist so aus deiner Sicht so das Besondere auch an der Braunschweiger Innenstadt? Also was macht so die Braunschweiger Innenstadt aus deiner Sicht aus? Ja, auf jeden Fall so die vielen kleinen Geschäfte, inhabergeführten Geschäfte und auch die Cafés und dass man einfach durchschlendern kann, leckeren Kaffee auf dem Kohlmarkt trinken kann und dann einfach in die verschiedensten Geschäften, das halt wirklich auch super breit aufgestellt ist. Für uns alle ist ja die aktuelle Zeit ja schon irgendwie auch eine besondere Zeit. Was würdest du sagen, was wünschst du dir, weiß ich persönlich, auch für eure Modellflugwelt, was wünschst du dir für dieses Jahr? So, was würdest du da so aufschreiben? Also was uns extrem fehlt und was für mich auch so das Wichtigste ist, ist einfach diese Veranstaltungssache. Wir machen auch Veranstaltungen hier im Laden, wo die Kunden dann einfach noch mehr ausprobieren kann, wo wir auch irgendwelche Special Sachen haben, wo man vielleicht auch einfach mal eine Bratwurst hier essen kann oder so und sich einfach ein bisschen unterhalten kann. Aber auch natürlich die Events, die draußen stattfinden, auf dem Flugplatz, Flugfeste und so. Das ist das, was wirklich am meisten fehlt, weil irgendwo diese Freizeitbranche auch natürlich von solchen Sachen lebt, dass man zusammenkommt und zusammen halt einfach ein bisschen schnackt. Okay. Du hast das Thema von Veranstaltungen angesprochen. Mal angenommen, ich will auf dem Laufenden bleiben. Also wenn Corona sich entspannt hat, über nächste Veranstaltungen, die ihr vielleicht hier im Laden macht oder die allgemein initiiert, habt ihr irgendwie ein Newsletter oder folge ich euch am besten bei Facebook oder bei Instagram? Was würdest du den Nutzern raten, die irgendwie an Veranstaltungen interessiert sind? Also das Beste, um auf dem Laufenden zu bleiben, ist bei uns auf jeden Fall Facebook. Da sind wir sehr aktiv. Ansonsten schadet es natürlich auch nie, einfach mal auf die Webseite zu gucken. Da haben wir eigentlich in der Mitte immer so, was ist aktuell. Das können Produktgruppen sein, das können jetzt auch die Informationen über Click and Collect sein. Aber wenn wir eine Veranstaltung planen, dann steht das da auch auf jeden Fall in der Mitte. Okay. Vielleicht auch verbunden mit dem Blick nach vorn. Konstantin, würdest du sagen, ihr habt mit der Modellflugwelt, habt ihr fürs nächste Jahr oder für die nächsten Jahre noch bestimmte Wünsche oder Pläne, wo du sagst, okay, das Themenfeld würden wir gerne noch mit reinnehmen oder daran arbeiten wir noch oder das wünschen wir uns vielleicht noch für den Laden? Fällt dir da was ein? Ja, auf jeden Fall. Also wir werden mit Sicherheit das Thema Modellbau weiter ausbauen. Wir werden neue Produkte reinbauen und wir werden wahrscheinlich auch den Laden noch ein bisschen vergrößern. Okay, das ist auf jeden Fall ein gutes Schlagwort. Ich bin so langsam durch mit meinen Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne noch in den Chat stellen und wir können sie mit Konstantin noch besprechen. Ansonsten, Konstantin hat das ja auch gesagt, ihr habt einen Online-Shop, ihr habt eine Website, Facebook, Instagram, ihr seid telefonisch erreichbar. Also viel besser als euch kann man ja eigentlich kaum jemanden erreichen. Ja, also das ist auch ganz wichtig. Einfach, wenn eine Frage ist oder irgendwas unklar, am besten einfach kurz anrufen. Ja. Das klappt einfach meistens am besten, weil da keine Barriere dazwischen ist. Man kann einfach kurz quatschen und dann ist gut. Okay.
Und ansonsten, was die Reihe angeht, wenn ihr die heutige Folge nochmal anschauen wollt, keine Sorge, sie ist jetzt nicht nur live auf dem Löwenstadt-Kanal, sondern die Aufzeichnung wird auch hochgeladen. Nicht auf dem Löwenstadt-Kanal, sondern auf dem anderen Instagram-Kanal Support Your Local BS. Das heißt, ich lade euch gerne ein, neben dem Löwenstadt-Kanal, den ihr gerade schaut, auch noch Support Your Local BS zu folgen. Dort findet ihr neben den Streams oder neben den Aufzeichnungen von der Instagram-Serie My Locals BS eben auch unterschiedliche Informationen zu Braunschweiger Einzelhändlern, zu aktuellen Angeboten, Produkten und auch viel mehr. Wenn euch die Serie gefällt und gefallen hat, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Serie ist auch in den nächsten Wochen online. Wir sind auch diese Woche noch ein paar Mal auf Sendung. Schaut dazu einfach mal auf braunschweig.de, da findet ihr direkt auf der Startseite eine Rubrik Support Your Local Dealer oder My Locals BS und da gibt es eine praktische Übersicht mit allen nächsten Sendeterminen von My Locals. Initiiert wird die ganze Reihe vom Braunschweig Stadtmarketing in Kooperation mit dem Arbeitsausschuss Innenstadt, kurz AAI. Und ja, wir haben auch die nächsten Wochen noch einiges vor, werden uns diese Woche noch einige Geschäfte anschauen und finden es total spannend, in die unterschiedlichen Themenwelten einzutauchen, wie eben heute auch, wo dann wieder so ein bisschen Kindheitsträume hochkommen oder Sachen, die man vielleicht in der Kindheit gemacht hat, finde ich total spannend. Und es juckt ja unter den Fingern wieder irgendwas auszuprobieren. Das ist ja eben auch das Schöne an dem Ladengeschäft. Und ja, habe mich sehr gefreut, dass wir heute mal durch eure Themenwelten tauchen durften. Und kann euch nur einladen, euch selber mal einen Eindruck zu machen, wenn ihr zu Hause den Lagerkoller bekommt und euch fragt, okay, ich habe alle Bücher durchgelesen und ich habe Netflix durchgeschaut, was mache ich denn noch mit meiner Freizeit? Jetzt wird das Wetter ja auch wieder besser, man kann draußen wieder mehr machen und ich würde sagen, dafür bietet euer Angebot auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, die man irgendwie ausprobieren kann. Konstantin, gibt es noch irgendwas, was du den Zuschauern noch mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also wie gesagt, das Wichtigste ist wirklich einfach, wenn euch irgendwas davon interessiert oder eine Frage hat, habt einfach mal einen Eindruck davon verschaffen, was wir alles anbieten und nicht zögern, nachzufragen oder eine Mail zu schreiben. Eigentlich kriegen wir alles irgendwie los. Cool. Konstantin, vielen Dank. Wie gesagt, ihr schaut gerade My Locals BS, die Instagram-Serie vom Braunschweig Stadtmarketing mit dem AI zusammen. Hier auf dem Löwenstadt-Kanal. Die Aufzeichnung findet ihr wie immer auf Support Your Local BS. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns diese Woche noch ein paar Mal. Schaut einfach mal auf braunschweig.de, was die nächsten Sendungen angeht. Und wir werden jetzt bestimmt noch ein bisschen durch die Gegend fahren mit den Fahrzeugen. Und ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Danke an Konstantin und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.